Und willkommen zurück in Athen, Leute. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. So, heute machen wir ein bisschen Hauptstory weiter, weil ich nämlich gesehen habe, dass diese blöden Kultisten ewig weit weg sind und wir müssen ja erst hinschippern mit dem Schiff und so. Aber da wir wahrscheinlich eh auf diese Insel noch kommen werden, machen wir das halt dann, wenn wir auf der Insel sind. Und hier, bei diesem Kultist Midas, ist auch noch ein 35er Söldner in der Nähe. Also wenn der uns angreift, dann sind wir down. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen Hauptstory weiter. Und zwar hier mit der Odyssey-Quest. Das Scherbengericht. Wir sollen mit Perikles reden. Und da schauen wir doch jetzt gleich mal hin, würde ich sagen. Wenigstens haben wir aktuell kein Kopfgeld. Riesengebiet hier. Schön, dass wir keinen Fallschaden mehr kriegen. Das haben wir komplett weggeskillt. Das heißt, wir können überall runterspringen. Und Leute, wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ein bisschen Support da. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Was haben wir denn hier jetzt schon wieder? Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Das ist ein Schatz. Jetzt machen wir natürlich gleich mit. Schatz, Schatz. Und dazu Befehlshaber, okay. Den werden wir gleich mal auslöschen. Oh, jetzt haben wir keinen. Alter. Alter, wir haben keine Adrenalin mehr. Ah, das war was du. Nimm das Schild weg hier, Mensch! Ja, komm her, Baby. Nimm mal deine Hilfsmittel hier weg, Mensch. Oh, jetzt haben wir schon wieder... Jetzt haben wir schon wieder Kopfgeld. Nice. Also das nervt mich ein bisschen. Sobald du einen killst, hast du sofort Kopfgeld. Warum? Hab doch gar nichts gemacht, Mensch. Okay, dann haben wir das auch abgeschlossen. Dann gehen wir gleich weiter. Hier haben wir schon wieder irgendwo... Ah, da hinten ist er. Wir haben kein Adrenalin, glaubst du das? Aber Ruhe hier im Puff. Ruhe im Puff. Oh,
nur auf zu Pirakles. Pirakles. Keine Ahnung. Irgendwie heißt er. Dich hat sicher Perikles geschickt. Richtig. Er sprach von einem Scherbengericht, doch er sagte mir nicht, was er von mir erwartet. Natürlich nicht. Dafür bin ich da. Sag mir, was ich tun soll. Was soll ich dabei tun? Die Abstimmung ist vorüber. Wir haben nicht viel Zeit bis zur Auszählung. Nimm die Ostraka in diesem Beutel und vertausche sie mit den nicht ausgezählten Stimmen. Ich soll das Urteil manipulieren. Perikles will es. Und er hat sicher seine Gründe. Bring mir den Beutel aus dem Raum. Ich mache den Rest. Ich verschaffe mir ungesehen Wahlbetrug. Zugang. Bleib hier. Wahlbetrug, Bitch. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir das hinbekommen. Okay, Schatzbündel und Kriegsvorräte verbrennen. Wir passen die Wachen sicher gut auf. Okay, aber wir könnten... Da ist einer, okay. Und so ein bisschen ruhig machen. Ja, komm her. Was stehen denn hier? So viele wären es aber nicht. Geh hoch, Mensch! Zeremoniensense. Ja, da muss ich aufpassen. Wir müssen in den Hof rein, damit wir an den Schatz rankommen. Yeah!
Okay, dann hätten wir den. Ich gebe Perikles Kontaktmann Bescheid. Gut. Wir sind Level 20. Na, ich glaube, Crap dabei. Güter aus der gesamten griechischen Welt. Kaum zu glauben, dass die Stadt von einem spartanischen Heer belagert wird. Okay. Erledigt. Das ging schnell. Was wirst du mit ihnen machen? Im Brunnen versenken. Ah, der Offizielle ist eingetroffen. Ich entschuldige mich für die Verspätung. Es gab Hinweise auf einen Betrugsversuch bei der Abstimmung. Keine Sorge. Die Ostraker sind vollzählig. Sie wurden ausgezählt und Anaxagoras muss in die Verbannung. Freundschaften ein. Doch tust du es, sei loyal und beständig. Es wird alles viel schwerer für mich, nun, da Anaxagoras Athen verlassen muss. Wir standen uns nah, wenn auch nicht so nah wie er und Perikles. Komisch, dass Perikles nicht hier war, um ihn zu verteidigen. Sag mir, wer du bist. Wer bist du? Hör dich um. Man wird dir sagen, ich bin Sokrates. Aber Namen sind Schall und Rauch. Unsere Taten bestimmen, wer wir sind. Und jede Tat hat ihren Reiz und ihren Preis. In diesem Sinne, sag mir, mit wem habe ich die Ehre? Ich kenne den Preis von Taten. Das muss ich auch als Söldnerin. Diese Information verrät mir mehr über dich, als es dein Name je hätte tun können. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man sich erklärt. Mich zu erklären würde mehr Zeit erfordern, als ich habe. Dann gestatte mir bitte nur eine einzige Frage. Sag mir, als Söldnerin, gibt es etwas, das du nicht tun würdest? Jeder hat eine Grenze, die er nicht überschreitet. Nur weil ich eine Söldnerin bin, mache ich nicht alles für Geld. Selbst wenn die Bezahlung mehr als angemessen wäre? Selbst dann. Und wenn man dir etwas anbietet, das du dringend bräuchtest, etwas, das du nirgendwo sonst bekämst, würdest du die selbstgesetzte Grenze verschieben? Wenn es sein muss, verschiebe ich sie. Eine Strategie für Anpassungsfähige oder jene, die ihre Taten rechtfertigen wollen. Ich entscheide selbst, was gut und gerecht ist. Du gehörst zu jenen, die tun, was immer sie für notwendig halten. Vielleicht für Drachmen oder für ein ganz persönliches Ziel. Das trifft auf viele Menschen zu. Ich bin nur neugierig, wieso du es getan hast. Wie könnte ich es nicht sein, wenn du der Grund bist, weswegen mein Freund seine Heimat verlassen muss? Ich habe nichts getan. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Willst du das wirklich behaupten? Das Glück der Welt liegt darin, sich selbst zu erkennen. Nein, der redet ein Zeug. Selbst wenn ich wüsste, wer das Scherbengericht manipuliert hat, würde ich schweigen. Aber ich sagte doch gar nichts von einer Manipulation. Sokrates, da bist du ja. Hier bin ich. Du kommst spät. Alle warten schon auf dich. Ich wollte Anaxagoras Urteil hören. Und das habe ich.
Sag ihnen, ich bin auf dem Weg. Nun, unsere Unterhaltung scheint hier zu enden. Doch ich hoffe, dass es nicht unsere letzte war. Wir werden sehen. Sie werden sicher hinter mir her. Das ist alles, was Perikles wollte. Ich sollte zu ihm zurückkehren und herausfinden, was die Athener über meine Mutter wissen. So, jetzt werde ich aber erstmal... Karte. Und zwar alle Kopfgelder bezahlen. Ich habe eh genug Geld. Dass ich mal meine Ruhe habe. Und dann wollte ich zum Schmied mal schauen. Der ist hier gleich hier. Da werden wir jetzt unsere Rüstung und unsere Waffen verbessern und eine Gravur reinlegen. Schauen wir mal, was der Spaß jetzt wieder kostet. So. Verbessern. Und zwar einmal... Diese bitte. Nein, ich brauche Stein. Ich brauche Stein. Wie mache ich denn das jetzt? Okay. Dann muss ich schnell mal gucken. Dann muss ich mal Waffen irgendwie zerlegen oder sowas. Okay, hier haben wir auf jeden Fall was Besseres. 21, hier wäre eine 22er. Kriegerschaden, Jägerschaden, Attentatschaden. Ah, die schaut cool aus, gell? Okay, dann... Eisenbrocken. Ah, die schaut schon geil aus. Komm, die gravieren wir uns dann einfach. So, was haben wir hier Schönes? Kriegerschaden, Giftschaden. Hier hat man Attentatschaden drauf. Die andere behalten wir aber erstmal. Ist sogar schlechter. Schaden, Kriegerschaden. Die behalten wir auch erstmal. Stab nehmen wir so nicht her. Drei Zack. Hier haben wir gar nichts anderes. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir unsere Waffe jetzt verbessern können. Ich wollte die eigentlich schon verbessern. Boah, das kostet zu viel Geld, ey. 395 Steine, das ist schon heftig. Und hier kostet 198. Die verbessern wir aber nicht. Wir machen nur mal die Klinge hier.
Schaden mit der Fähigkeit Spatiaten tritt. So, dann schauen wir mal, ob wir gravieren können. So, wollte ich hier eine andere Gravur reinlegen. Raubtierschuss, das ist alles. Spatiatentritt, was ist denn das? Okay, lassen wir das mal so. Verwüsterschuss. Können wir hier vielleicht was gravieren? Ja, das lassen wir auch mal. So, verkaufen können wir wahrscheinlich nichts. Alle Handelsgüter verkaufen. Oh, 6.100. Oh, wir haben ganz schön Geld gebraucht jetzt zum Aufwerten. Ah, die könnten wir verbessern. 31, was kostet 613? 192 Rüstung. Dann schauen wir doch mal, ob wir noch gravieren können. Auswählen. Was können wir da? Kritischer Schaden, Feuer, Kopfschussschaden. Attentatsschaden. Kapuze hält dein Gesicht bis zum Moment des Angriffs verborgen. Okay. Okay, ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal so. Das haben wir ganz schön Kohle gebraucht. So ein Rotz. Gut, dann würde ich sagen, ab zu Perikles Haus. Ich glaube, das Aufleveln wird dann erst. Du hast zumindest einen nicht verwendeten Fähigkeitspunkt. Schauen wir später an.
Ah, du hier? Phoebe, du hast versprochen, dass wir uns wiedersehen und jetzt ist es soweit. Ich habe auch gesagt, halte ich aus Ärger raus. Und das habe ich. Na gut, die meiste Zeit jedenfalls. Ich fasse nicht, dass du hier bist. Ich auch nicht. Unglaublich, dass wir beide hier in Athen sind. Es ist ganz anders als auf Kephallenia. Aber was machst du denn hier? Ich helfe bei der Vorbereitung. Ich muss sicherstellen, dass du all deine Waffen hier lässt und das hier anziehst. Also arbeitest du quasi für Perikles? Nein, für Aspasia. Ich schätze, ich wäre dann bereit. Bist du nicht? Also nicht so jedenfalls. Die Athener erwarten, dass du versuchst, dich anzupassen. Aber keine Angst, ich habe das Richtige für dich. Ich ziehe mich um. Passt du bitte hier auf meine Sachen auf? Klar. Leg die Waffen einfach in die Ecke. Ich komme wieder, wenn du fertig bist. Wer glaubt mir die keiner? Ich fühle mich wirklich nicht wohl. Jetzt siehst du aus wie alle hier. Du sagst das, als wäre das was Gutes. Ist es. Wenn du willst, dass sie dich ernst nehmen, ist das der einfachste Weg. Vertrau mir. War das schon alles? Du bist bereit, reinzugehen. Keine Sorge. Du hast Schlimmeres überstanden. Da fällt mir spontan kein Beispiel ein. Und ich kann wirklich nicht wenigstens eine Waffe mitnehmen? Keine Waffen. Und jetzt geh schon rein. Oh, und geh nicht, ohne dich zu verabschieden. Okay. Chere, Cassandra. Die mächtige Söldnerin und Reisende hat endlich ihren großen Auftritt. Und nur ganz leicht verspätet. Herodotos, Athener machen keinen Hehl daraus, wenn ich nicht willkommen bin. Es tut gut, ein freundliches Gesicht zu sehen. Lass dich von der Gesellschaft hier bloß nicht einschüchtern. Sicher nicht. Perikles ist kein König. Er braucht die Liebe dieser Gäste, damit das Volk ihn auch liebt. Und sie wiederum brauchen Perikles. Das hast du mit ihnen allen gemeinsam. Glaubst du wirklich, dass diese Leute mir helfen? Das werden sie, wenn sie dir vertrauen. Richtig gekleidet bist du immerhin. Vertrauenswürdig aufzutreten ist das Wichtigste, wenn man Vertrauen gewinnen will. Nun denn, komm. Ich stelle dich den anderen Gästen vor. Sie sehen zwar nicht so aus, aber diese Gruppe trägt die Zukunft auf den spitzen Zungen ihrer Mitglieder. Ah, Sophokles und Euripides zum Beispiel. Zwei der hochgefeierten Dramatiker unserer Zeit. Niemand zieht so weite Kreise wie sie. Sie scheinen in einen intellektuellen Streit verwickelt zu sein, wie es ihre Art ist. Als Autor von Komödien! Ausgerechnet Komödien, Euripides. Ach, das sieht nicht sehr intellektuell aus. Sieht eher nach einem Streit unter Liebenden aus. Hermippos hat ebenfalls einige Komödien verfasst. Du solltest mehr trinken. Derzeit spricht man mehr über seine Gesinnung als seine Werke. Dagegen ist der Mann neben ihm, Protagoras, ein Sophist, dem ebenso viel Ruhm gebührt wie dem großen Sokrates persönlich. Sokrates einzuladen ist eine gute Art, allen den Abend zu versauen. Es überrascht mich, dass man ihn hier reinlässt. Ach, nimm Sokrates nicht ganz so ernst. Immerhin trägt er heute sogar Schuhe. Und der arme Tropf, der wie ein Affe gestikuliert, ist Thrasymachos. Nein, die haben Namen. Wenn du aufmerksam zuhörst, wirst du merken, dass er und Sokrates dieselben Argumente vorbringen. Doch der Wind seiner Gesten macht ihn taub für die Stimmen seiner Kritiker. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Wo ist Perikles? Oh, er kommt nie zu seinen eigenen Feiern. Da fällt mir ein, dass ich seine Hilfe bei etwas brauche. Dieser Sokrates erscheint immer da, wo ich ihn nicht erwarte. Schlägerin, schütze mich vor seinem lieblichen Blick. O Alcibiades,
Dies ist nicht die Zeit für Eifersucht, sondern Liebe. Alter, was ist mit denen denn los? Oh, nee, oder? Nimm dir bitte Alkibiades nicht als Beispiel. Sei so gut und trink nicht zu viel. Also, sag mir, was hält eine Söldnerin wie du von einem Fest wie diesem? Es wird sicher eine lange Nacht. Bei Feiern sollte man trinken, bis man kotzt und keine Gedichte vortragen. Diese Leute hier sind alle so sauber. Wenn diese Gäste nicht nach deinem Geschmack sind, dann konzentriere dich darauf, warum du überhaupt hier bist. Hab Dank, Herodotos. Nun, wenn du mich entschuldigst, Herikles ist hier irgendwo und ich muss ihn vorbereiten. Wenn er allein ist, sag ich ihm, was dein Bruder gesagt hat. Sehr gut. Er muss davon erfahren. Ich bleibe hier und höre mich um. Ich hoffe, sie wissen etwas über deine Mutter. Ich auch. Okay. Ah, jetzt wird das erstmal ein Dialogmarathon, glaube ich. Ich vermute, du bist hier, um mich für meinen Kampf mit Euripides zu verhöhnen. Spar dir das. Ich suche nach Hinweisen, die mir helfen, eine Spartanerin zu finden. Eine Spartanerin in Athen? Klingt interessant. Doch wenn du erwartest, dass ich von anderen Menschen Notiz nehme, erwartest du zu viel. Sprich doch mal mit Euripides. Er ist die zweitweltgewandteste Person hier. Dieser pedikulöse, progenische, exophthalmische Morosow. Doch er redet nicht ohne Alkohol. Ich habe kein Wort verstanden. Ich auch nicht. Ja, das war klar. Du willst Euripides abfüllen. Hoffst du, dass er sich dann noch lächerlicher macht, als du es getan hast? Ha, wir wissen beide, dass das nicht geht. Aber du bist ein Heißsporn, gelinde gesagt. Na schön. Wenn's sonst nichts bringt, der Feier würde es helfen. Du musst den richtigen Wein dafür wählen. In der Küche wirst du fündig. Gib Bescheid, wenn Euripides soweit ist, und ich kann ungesehen verschwinden. Ich hole den Wein. Und schauen wir mal. Wunderbar. Und wenn ich dir noch einen Rat geben darf, Aristophanes verträgt keinen süßen Wein. Ich sah, was er aus ihm macht, und es ist erschreckend belustigend. Es wäre keine echte Feier, wenn sich niemand übergibt. Ich sag Bescheid, ob dein Plan aufgeht. Okay. Holen wir mal den Wein. Außer diesem arroganten Schreiber verirren sich nicht viele Gäste hierher. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich suche den lieblichen Wein. Ja, nimm ihn. Aber stell dich hier raus, ich habe viel zu tun, ja? Neues Gesicht in Perikles Gefolge. Das allein ist erstaunlich genug. Du musst meine Parodie auf Kleon gesehen haben. Ich nenne sie Oranger Affe. Sag an, was hältst du davon?
Ja, schon gut. Hast du mich gerade S genannt? Pass auf, was du sagst, Athena. Es spricht und es ist streitlustig. Manchmal frage ich mich, ob es mein Schicksal ist, das einzig junge und schöne Wesen hier zu sein. Also, wie nennt man dich? Cassandra. Du siehst aber gar nicht aus wie eine Cassandra. Wie dem auch sei, ich bin Aristophanes und dieser Mann ist Euripides. Oh bitte, stell dich selbst vor. Ich bin Euripides. Für einen Dramatiker bist du recht wortkarg. Gute Männer leben leise, wie Euripides gerne sagt. Oder Euripides? Wenn ich mich entspannen will, kämpfe ich. Du hingegen. Komm schnell, bring ihm Wein, damit er etwas Kluges erwidern kann. Nach meinem Streit vorhin mit Sophokles bewahre ich lieber einen klaren Kopf. Ich bin Perikles neue Dienerin. Ich bringe gern noch etwas Wein. Eine Athena-Dienerin? Du? Dann kommen die Muskeln wohl vom Einschenken. Ich habe auf Perikles Schiff gerudert. Er hatte Mitleid mit mir. Nun bediene ich Männer, die an meinem Wort zweifeln. Und seinem. Ich habe nicht gezweifelt. Ich nehme noch einen. Bezirzen wir Dionysos. Na komm! Schon schaut. Sauf aus, Mitch. Das schmeckt nach Jauche. Das ist schon besoffen. Anfänger, zu meiner Zeit galt das als Nektar der Götter. Noch eine Runde. Bereit für mehr? Diese Pisse kriege ich kaum runter. Euch zwei trinke ich doch locker unter den Tisch. Wo bleibt der Wein? Soll ich nachschenken? Dieser Wein ist furchtbar. Du, ich mag dich. Wer brachte dich her? Ich kam allein. Ich suche nach einer Frau, die vor langer Zeit aus Sparta floh. Floh? Warum? Sie verlor zwei Kinder. Sie hatte keine Wahl. Sie floh, weil ihr Herz gebrochen war. Euripides, schreib ein Stück über sie. Ich hörte von spartanischen Müttern, die zu einem Heiligtum in der Argolis gingen. Sie beten dort zu Asklepios. Ich weiß es. Ich komme von dort. Ob sie sich noch Priestern anvertraut hat, nach dem, was sie durchmachen musste? Dann gingen sie vielleicht zu Hippokrates. Er ist ein Heiler, der Beste sogar. Er arbeitet immer noch in Argos. Wenn sie ihn um Hilfe bat, dann wies er sie sicher nicht zurück. Ich betrinke mich gern und singe. Komm zurück, wenn du mit mir singen willst. Ja, vielleicht. Hippokrates in Argos. Ich komme. Okay, dann haben wir schon. Unsere Information bekommen. Und Euripides? Ist der schon betrunken? Du kannst dein Versteck verlassen. Euripides wird dich nicht bemerken. Der bemerkt gar nichts mehr. Versteck? Höre dies. Der Krieg kommt nach Athen. Erst fallen unsere Häuser, dann rollen unsere Köpfe. Ich habe vor, mir zumindest meine Würde zu bewahren oder was davon übrig ist. Wenn du Perikles siehst, sag ihm Danke für diesen ereignisreichen Abend. Austrinken. Was ist denn da drin? Was geht da vor sich? Macht der was mit dem Schaf oder was? Hör auf, sonst trete ich sie ein!
Ach du Scheiße. Ich beachte sie gar nicht. Sie sieht gerne zu. Oh. Wen haben wir denn da? Welche Autorität. Und diese Entschlossenheit. Der ist ja nicht ganz sauber. Ich verstehe ganz gut, warum sich Pericles für dich begeistert. Möchtest du etwa mitfeiern? Es klang, als hätte jemand Schmerzen. Das kommt schon mal vor. Schmerz und Genuss sind manchmal schwer zu unterscheiden. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte meine Tür mit Sicherheit sehr weit offen gestanden. Die Feier kam mir ziemlich zahm vor, selbst für Athena-Verhältnisse. Bis jetzt. Sollen sich ihre großen Geister treffen? Ich treffe doch lieber andere Dinge. Ali, wir haben kein Öl mehr. Ali? Du weißt, dass sie dich lieben, wenn sie dir Spitznamen geben. In der Küche ist noch Olivenöl. Aber Aspasia hat etwas dagegen, wenn ich so völlig unbelastet durch ihr Symposion streife. Du meinst nackt. Es klingt so gut, wenn du das sagst. Mein Gott. Ich komme mit Geschenken. Die Rettung! Heute haben Mütter um ihre Söhne geweint und Männer an der Mauer geschuftet. Heute Nacht vergessen wir all das. Vergnügen wir uns! Was sagst du? Feierst du mit? Na komm, mach mit. Zeit für etwas Spaß. Aber du wirst mir aus diesen unbequemen Athena-Gewändern helfen müssen. Gerne doch. Wenn du willst, können wir sie an die Ziege verfüttern. Es gibt noch eine Ziege? Ach du Scheiße. Jetzt wird es Zeit, dass du mir hilfst, Ali. Ich suche nach jemandem. Pflichtbewusst bis zum Ende. Gefällt mir. Reiß dich zusammen. Ich suche nach einer Frau, die vor langer Zeit aus Sparta geflohen ist. Aus Sparta? Niemand flieht aus Sparta. Doch nehmen wir an, sie tat es. Wenn sie dumm war, ist sie tot. Wenn sie schlau war, folgte sie Aspasias Beispiel und wäre jetzt unabhängig. Die klügsten und einfallsreichsten Frauen, die ich je traf, waren aus Korinth. Die Hetären. Ich hörte, sie spielen eine gewisse Rolle in Korinth, doch ich nahm an, es wäre dieselbe wie in jeder Stadt. Oh nein. Frauen wie diese hast du noch nie getroffen. Eine Wucht und die einzigen mit Verstand in Korinth. Ali! Wo bleibst du denn? Jetzt wird weiter gefeiert. Wenn du Korinth erreichst, sprich mit Anthusa. Niemand betritt oder verlässt die Stadt ohne ihr Wissen. Okay. Bis zum nächsten Mal, Kriegerin. Anthusa in Korinth. Das ist nicht viel, aber ein Anfang. Als Neuankömmling in Athen Zutritt zu diesem Symposium zu erhalten, ist bemerkenswert. Obwohl du sagtest, du hättest deine Grenzen, hast du schnell Perikles Vertrauen gewonnen. Ich traf meine Wahl. Willst du wirklich dieses junge Ding als Vorwand benutzen, um dem Thema auszuweichen? Wenn ihr schon so lange diskutiert und euch nicht einig werdet, gebt einfach auf. Wir diskutieren die Natur von Herrschern.
Wo ginge das besser als hier? Ich stelle dir dieselbe Frage wie Thrasymachos. Stimmst du mir zu, dass das Regieren eine Kunstform ist? Es ist eine Kunst, wie jede würdevolle Tätigkeit. Das steht nicht zur Debatte. Dennoch, Medizin dient der Genesung des Patienten und nicht der des Arztes. Das Handwerk verbessert das Gebäude, nicht den Erbauer. Also sollte die Kunst des Herrschens nicht dem Beherrschten zugutekommen, statt dem Herrschenden? Das ist doch absurd. Ich habe genug von der Welt gesehen und weiß, es gibt keine gerechten Herrscher. Selbst Perikles dient vor allem sich selbst. Dient ein spartanischer Feldherr, der seine Truppen befehligt und damit sein eigenes Leben schützt, sich selbst? Ich denke nicht, dass es so ist. Eine Stadt zu führen und eine Schlacht zu führen sind zweierlei Dinge. Wenn er sich in der Kriegskunst übt, sorgt der Feldherr dafür, dass einige seiner Truppen in den Hades wandern, während ein Rückzug ihr Leben gerettet hätte, oder? Du sagst, ein Feldherr dient nicht sich selbst, wenn er seine Truppen befehligt. Dann sagst du, er dient doch sich selbst, weil ein Rückzug das Leben seiner Männer gerettet hätte. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ich will nie auf etwas hinaus. Doch hast du eben beides gesagt. Ich sprach es aus, doch wollte ich damit rein gar nichts sagen. Ich wollte nur deine Meinung dazu hören. Du verschwendest deine Zeit. Was passiert? Mir ist aufgefallen, dass du ein Diskussionstalent hast. Gut gemacht. Sokrates ist ein interessanter Charakter. Ah, Phoebe. Perikles hat sich schon auf den Balkon zurückgezogen, oder? Seine Gabe, sich unbemerkt wegzuschleichen, ist unvergleichlich. Ich kann ihn holen und Cassandra kann helfen. Jeder gehorcht, wenn sie etwas sagt. Das wäre gut. Lauf schon vor. Cassandra wird dir gleich folgen. Nun, erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Aspasia. Es war nicht einfach, deine Spuren in Megaris zu verwischen. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Oh, bitte. Um hier jemanden zu überzeugen, müssen selbst deine Augen lügen. Gut, ich war's. Doch es war etwas Persönliches, keine Politik. Wir alle tun, was wir tun müssen. Das ist keine Schande. Es führte dich hierher. Genau wie mich. Die Kleidung. Sie passt dir gut, hoffe ich. Es sind vermutlich die schönsten Kleider, die ich je hatte. Aber mir ist etwas unbehaglich, um ehrlich zu sein. Man gewöhnt sich nie wirklich daran. Anscheinend haben wir die Aufmerksamkeit des ganzen Raums, wenn auch niemand direkt zu uns rübersieht. Wenn du reden willst, tu es jetzt. Und möglichst diskret. Ich suche nach einer Frau namens Myrine, meiner Mutter. Ich glaube, sie schwebt in Gefahr. Meine Suche führte mich hierher. Welche Hinweise hast du zu ihrem Verbleib? Ein Arzt namens Hippokrates traf sie womöglich in Argos. Er ist ein guter Mann. Falls du dort eine Frau namens Agathe triffst, dann richte ihr aus, Aspasia lässt sie grüßen. Was noch? Alcibiades gab mir den Namen einer Frau aus Korinth. Das sieht ihm ähnlich. Meine Freundin Anthusa ist die einzige, die ich kenne, die ihr Leben in Korinth auf ehrliche Weise finanziert. Zum größten Teil ehrlich zumindest. Mehr habe ich nicht. Es gibt noch eine Möglichkeit. In einem früheren Leben sprach ich mit einer Freundin, wenn ich etwas oder jemanden suchte, einer Flottenführerin. Wie heißt sie? Ihr Name ist Xenia. Das letzte Mal traf ich sie auf Chaos. Nur eine Warnung. Wenn du zu ihr gehst, sei auf der Hut. Das Leben auf See macht die meisten zu Monstern. Hab Dank, Aspasia. Okay, jetzt nochmal drei Hinweise. Zu mir. Gemeinsam finden wir die Frau, die du suchst.
Nun tu du mir einen Gefallen und hole Perikles hier runter, damit er die Gäste begrüßt. Alter, 1000 Hinweise. Da muss ich irgendwie hochkommen. Okay, komme ich nicht raus. Ah, ich glaube, da ging es da hinten hier hoch, ja. Ja. Oh, Entschuldigung. Tausend Hinweise. Die Herodotos ist auch schon da. Cassandra! Ich habe nicht nach dir geschickt. Egal, welche Gewänder du trägst, Phoebe hätte dich nicht einlassen dürfen. Aspasia schickt mich, dich zu holen. Sie will, dass du nach unten zur Feier kommst. Sie findet, ich kümmere mich nicht genug um die Gäste. Doch diese Feiern liegen mir nicht. Im Grunde bist du auch ein Gast. Wenn du dich zu Herodotos und mir gesellst, sollte sie das besänftigen, meinst du nicht? Du willst wirklich nicht nach unten gehen, oder? Wer ständig vor Menschenmassen sprechen muss, sehnt sich nach solchen Momenten der Stille. So still, wie es mit mir eben sein kann. Dein Leben ist in Gefahr. Ja, ja, Herodotos sagte das auch. Der Kult beunruhigt mich nicht. Ich werde jeden Tag von weit schlimmeren Menschen bedroht. Meine Sorge gilt Athen, der Zukunft der Stadt. Die Spartaner sind nicht dein größtes Problem, Perikles. Der Kult kommt hierher und bringt seine stärkste Waffe mit. Du solltest auf sie hören. Die Spartaner sind bereits hier. Der Kult ist mir noch zu nebulös. Ich bin mit einem Kultmitglied verwandt. Und ich glaube ihm, wenn er sagt, dass sie hinter dir her sind. Ich ziehe deinen Rat in Betracht. Jedenfalls werde ich meinen Männern Bescheid sagen. Aspasia lässt fragen, was dich so lange aufhält. Sag Aspasia, ich bin gleich da. Damit endet diese Unterhaltung dann wohl. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich hoffe, meine Gäste können dir auch weiterhelfen. Wir werden sehen. Okay, viel geholfen hat er mir jetzt nicht, eigentlich. Verlasse das Symposium. Können wir nicht hier runterspringen? Ich glaube, wir müssen aber hier runtergehen, weil... Wo waren wir denn jetzt hier? Ah, da sind wir gekommen. Ah, hier. Wir brauchen unsere Waffen. Du siehst müde aus. Ja, von den Unterhaltungen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geredet. Das war jetzt wirklich krass. Siehst du? Du hast deine Waffen gar nicht gebraucht. Willst du schon gehen? Jupp. Ich hatte genug Athener Gastfreundschaft für ein ganzes Leben. Du gewöhnst dich dran. Es ist schön. Was wirst du als nächstes tun? Ich glaube, ich werde mal nach Chios reisen. Es gibt eine Frau auf der Insel Chios, mit der ich sprechen muss. Das ist mein nächstes Ziel. Dort soll es doch Piraten geben. Ich werde vorsichtig sein. Da gibt es überall die Piraten. Gut. Eins noch. Ich habe von Aspasia etwas erfahren. Es ist wegen Kefalenia. Was denn? Sie sagte, dort gäbe es eine Seuche. Meinst du, meine Freundin, das Brennfieber? Denk so etwas nicht. Was immer auf Kefalenia geschehen ist, ist nicht unsere Schuld. Ich werde hinfahren und herausfinden, ob es eine solche gab. Ja? Ja, danke. Dann habe ich jetzt einen Haufen ich Quests bekommen. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ja, wie ich sagen, Chios ist jetzt unser nächstes Ziel.
Willst du dieses Mal nicht darum mitzukommen? Nein, mir gefällt es hier. Und es ist nicht Kefalenia. Das heißt, du kommst zurück. Das ist wohl wahr. Und ich arbeite wirklich gern für Aspasia. Sie sagt, sie hat einen Auftrag für mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Auf bald, Cassandra! Kultistenhinweis. 10.000 EP. Mehrere Quests angenommen. Gut, Leute, dann schauen wir doch mal schnell ins Quest-Inventar. Wir sollten ja nach Chios. Argolis? Insel Chios. Hier wollte ich hin. Ja, das ist unser nächster Ziel. Gut, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Dann geht es nämlich in Chios weiter. Außer es kommen noch irgendwie so Nebenaufgaben, aber die kommen eigentlich in jeder Folge, sage ich mal. Aber unser Ziel, also unser nächstes Ziel wird eher mal die Insel Chios sein. Gut, dann würde ich sagen, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.